Ich will nur dran rumlecken. Lass mich da einfach nur daran rumlecken, Mann. Lass mich einfach daran rumlecken, Mann. Ja, halli, hallo, liebe Gefängnisfreunde, ich bin Zettentchen, wir spielen The Escapists und wie man sieht, schlafe ich ganz genüsslich in meinem Bettchen. Wir haben ziemlich viel gegraben jetzt, das haben wir schon mal gut geschafft. Wir sind immer auf der Suche nach leckeren, Fließbändern, will ich immer sagen. Fließbänder, zu viel Effektorio gespielt wahrscheinlich. Ich bin immer auf der Suche nach leckeren, Panzertape quasi. Hoho und Gleichtech werden durchsucht. Okay, dann kann man schon mal anfangen. Warte mal, das muss ich mal kurz gucken. 50%. Ich schenke ihnen mal ein bisschen Erde. Ja, das macht dir nichts aus. Hier, ich schenke dir noch mehr Erde. Ey, willst du vielleicht Erde haben? Ich fand irgendwie, das ist vielleicht das Beste, um das Zeug loszuwerden. Weil, wie man sieht, bin alles losgeworden, ohne Probleme. Einfach verschenken den ganzen Rotz, den ganzen Müll, den man nicht braucht. Kann man alles verschenken. Muss alles verschenkt werden. So, ich habe runtergezählt. Ich war hier, habe ich das Loch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Ja, und dann zur Seite. Ich glaube, das war vielleicht... Manchmal kann es ein Fehler sein, den Beutel nicht mitzunehmen. Auch wenn es im Endeffekt natürlich besser läuft, weil... ich dadurch besser arbeiten kann. Aber manchmal weiß man nie, vielleicht kriegt man ja irgendwo ein Angebot, irgendwie Panzertape irgendwie ranzuholen. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen um Konsti kümmern. Der fällt mir gerade zu weit runter. Dem werden wir nachher wieder ein paar Kämme schenken. Ich weiß doch, er ist sehr, sehr bemüht um sein Haar. Da können wir ihm ein paar Kämme schenken, glaube ich. Ich habe mir übrigens noch eine Waffe besorgt gehabt, hier, als ich Offscreen gespielt habe. Voll die fette Waffe, ey. Da kann ich alles niederstechen. Bin nur ein bisschen so schwach. Da hilft mir, glaube ich, auch die beste Waffe nichts, wenn ich so schwach bin, ey. Ja, dann kloppen sich schon die Ersten. Warum nicht? Sollen sie es machen? Vielleicht hat jemand Tape dabei. Nein, Ho hat kein Tape dabei. Okay. Dann... das ist immer noch Andy, ne? Ja. Okay, dann holen wir mal 6 Bücher und verkaufen oder verteilen mal davon 5. So, Andi, du willst doch bestimmt... na, klar, will ein Buch haben. Sehr schön. Ich habe mir gerade die anderen gar nicht angeguckt. Will Zomik ein Buch? Zomik, ja, 2 sogar. Ey, Zomik, du willst noch ein Buch. Petro ist dabei und Konsti ist gleich 2-mal dabei. Konsti, mein Freund... ob da jetzt auch was hochgeht? 80%? Konsti nochmal? 83%? Krass, Leute. Es lohnt sich also tatsächlich auch mal diesen Beruf zu machen. Allein schon, weil man den Leuten nämlich immer was schenkt. Dieser Officer Momo hat es irgendwie auf mich abgesehen. Der hat mich letztens ohne Grund angegriffen. Mist, haben die gesehen? Shit. Ja, war jetzt ein bisschen blöd. Gebe ich zu. Ich habe nicht gedacht, dass er mich sieht. Komm, irgendjemand, bitte ein Klebeband oder sowas. Oh, immer nur Kämme. Kämme, Kämme, Kämme. Und alle haben so irgendwie Dreck. Also nicht alle, aber einige haben Dreck. Immer. Das finde ich so lustig. Oh, die Jeeps sind draußen unterwegs. Ist das Konsti? Das ist... ja, Holz brauche ich nicht. Puh. Oh, das Konsti. Konsti, komm mal her. Wenigstens schon mal eine Kammwaffe. Komm, wenigstens lass sie mir eine geben. Oh ja. Konsti, fress. Kammwaffen. Fress. Kammwaffen. Okay. Das war ganz gut. Das war ganz gut, glaube ich. Ich glaube, das war ganz gut. Okay. Magazin. Ja, vielleicht brauche ich ja irgendwann mal wieder so ein Poster. Bin mir noch nicht sicher. Aber vielleicht. Wer weiß. Wir machen mal noch Kammwaffen. Das ist Konsti. Ey, Konsti, mein Freund. Das war Hoho. Ich will aber Konsti haben. Ich will nicht Hoho, ich will Konsti. Hoho, lass doch mal Konsti in Ruhe. Warum nicht verlierst du Hoho? Los, Konsti, mach ihn fertig. Mach ihn fertig, Konsti. Nein, Hoho hat gewonnen.
Nein. Komm mit, mein Freund. Ich bring dich ins Bett. Egal. Wach auf, Konsti. Ich muss dir was geben. Ich muss dir unbedingt was geben, Konsti. Hä? Ach, da ist schon mal 99%. Oh. Na hier, wie wär's denn mit einer Waffe? Alter, 100% ist ja echt Hammer. So, dann, ey, Andi. Andi, du willst aber schon mein Freund werden. Ich muss die Waffen loswerden. Die Bullen suchen mich schon danach. Ich muss die loswerden. Gut. Sehr schön. Easy peasy. Machen wir uns hier noch ein bisschen schneller oder stärker? Eigentlich würde ich eher viel lieber meine Freizeit damit verbringen, hier meine Intelligenz hoch zu pushen, aber ich werde mal ein bisschen in die Stärke... Ey, ich sag doch, der ist... Hä, was hat denn der gegen mich? Sag mal, Momo, was ist denn mit dir los? Nur weil ich dich nicht so sehr grüße wie die anderen, oder was? Alter. Ey, du willst mich doch... Was willst denn du von mir? Alter! Dass er überhaupt hier arbeiten darf, Mann. Schlägt er mich ohne Grund? Was soll denn der Scheiß? So eine schöne Waffe weg. Aber hey, was soll's? Ey, was war denn das? Sag mal. So ein mieses Schwein. Rasierschaum. Hm. So ein mieses Schwein. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ganz ehrlich. Okay, Leute. Dann werde ich mal ein bisschen mal Intelligenz nach oben pushen. Weil so ein paar Schläge auf den Hinterkopf, ne, da geht wieder einiges weg. Einfach nur, weil ich gerne mal Intelligenz hochhaben möchte. Für den, nicht, dass ich dann irgendwann mal wieder dastehe und was reparieren will und auf einmal geht das nicht. So, ich wollte auch nochmal zählen, glaube ich, wie viele Schritte ich überhaupt graben muss. Und ich hoffe mal, ich schaffe es auch sehr weit zu graben. Das schaffe ich schon. So, lese ich das Buch noch. Ah, okay, das ist ja ein guter Schnitt, muss ich sagen. Konsti, du bist mein bester Freund. Finde ich gut. Ich möchte schon, warte mal, ich wollte schon immer mal was testen, Leute. Und zwar, das war falsch. Hier, und zwar, das habe ich ja noch nie gemacht, Kumpel rekrutieren. Eine Maus, du zeigst nicht, dass du Q drückst. Okay, Konsti, wo bist du? Ey, Konsti, du bist doch mein Kumpel. Konsti, folg mir. Geil, Mann. Er folgt mir jetzt und kloppt dann halt die Leute tot. Ey, Andi, kommst du nicht folgen? Ne. Ja, cool. Wollte ich immer mal getestet haben. Was verkauft denn der Schönes? Naja. Ich meine, ich habe jetzt so viel Knete. Weiß gar nicht, wohin damit. Und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, hast gut gearbeitet, Konsti. Aber du kannst gerne mal noch was anderes machen. Musst nicht mit mir musst nicht unbedingt die ganze Zeit mit mir rumrennen. Darfst auch andere Dinge nachgehen. So. Ja, achso, ich wollte ja nochmal zählen. Sollte ich vielleicht mal machen. Ich gehe mal zählen. Ey, schon wieder der. Nee, das ist ein anderer. Sag mal, was ist denn mit euch los? Warum kloppt ihr euch denn die ganze Zeit immer mit mir? Ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist doch nicht denen sein Ernst. Das gibt's ja gar nicht. Okay, 5 nach unten und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und dann 12. 12 Stück muss ich zur Seite gehen. 12, 12, 12, 12. Da muss ich mir merken irgendwie. Muss ich mir das merken. Okay, 12 Stück. Ja, kein Problem. Das kriegt man hin. Ja, warum schlagen mich die Wärter immer? Erst war es der Momo. Der Mamo, keine Ahnung. Und jetzt der AFK-Typ. Vor allem das Krasse ist, dass der ja auch nicht, dass der gar keine, der hat gar keine schlechte Meinung so von mir. Ich glaube, auf 50 ist normal einfach. Oh, Konsti verkauft Sachen. Ja, nichts Interessantes. So, hier, komm, ich bin mit jedem gut befreundet. Auch mit dir und mit dir und mit dir bin ich auch gut befreundet. Und hier alle neben mir. Ihr seid alle meine besten Freunde. Ich quatsch mit euch total gern, Mann. Okay. Dann geht's nochmal arbeiten. Und dann müssen wir, also eigentlich, und das ist ja jetzt irgendwie so das Interessante eigentlich an dem Spiel,
In dem Tag momentan bin ich ja eigentlich gar nicht irgendwie dabei, was also irgendwas Produktives auch zu machen, vor allem. Lassie war gar nicht dabei. Hoho und Monster und okay. Ich bin auch nicht dabei. Zomig. War Zomig dabei? Battlecraft ist zweimal dabei. Ja, da kloppen sich welche. Hoho, Lassie. Lassie war nicht dabei, aber Battlecraft ist genau hinter ihnen. Da. Okay, Battlecraft, du kriegst noch etwas. Okay, Lassie. Hoho. Oh, Hoho ist sogar dabei. Okay. Ne, was ich sagen wollte, man tut irgendwie den ganzen Tag über gar nichts, außer vielleicht jetzt einfach hier ein bisschen Geld verdienen und mal schauen, was da alles so rumliegt. Einfach mal die Zellen durchsuchen und sowas. Und Monster war doch, glaube ich, dabei, genau. So. Zum Beispiel liegt hier sehr viele sinnlose Bücher durch die Gegend. Die liegen einfach hier rum. Ja, ansonsten macht man ja gar nichts mehr, weil jetzt bin ich ja fertig. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Aber ich bin echt gespannt, was passiert, wenn ich jetzt hier, ob hier, wenn hier kein Zaun, bitte, hier darf kein Zaun sein, ey. Hier darf einfach kein Zaun sein nachher. Das wäre das Beste, wenn hier kein Zaun wäre. So. Ja gut, dann weiß ich erstmal gar nicht, was ich machen soll. Ich habe schon alles durchsucht, ne? Ich habe die schon alle durchsucht. Ich habe ja auch schon Konsti wieder ein bisschen Dinger gegeben, Waffen und so. Man weiß tatsächlich echt nicht mehr, was man machen soll. Man wartet eigentlich bloß noch auf die Nacht, damit man weitergraben kann. Ich könnte jetzt hier natürlich noch ein bisschen rennen und so, ein bisschen seine Sachen höher ziehen. Das Einzige, was wir machen können wahrscheinlich, wirklich diese Stats hoch machen am Tag. Weil die Tage sind relativ nutzlos geworden, aber nur relativ. Und dann muss man ab und zu halt mal schauen, ob man neues Metall braucht oder neues Holz. Ja, ist ganz schön cool, so Bibliothekar zu sein. Der dann einfach heimlich da die Wände durchbrochen hat und dann ein paar Poster aufgehangen hat. Ey, zum Glück können die Poster nicht einfach wegmachen. Das ist schon super so. So, danach kommt es eh noch duschen. Dann dürfte ich eh von 100 wieder auf 0 kommen, weil ich brauche ja meine Grabkraft. Vielleicht könnte ich auch schauen, ob ich ab und zu ein bisschen mehr Essen jetzt langsam anfange zu... Boah, Alter, 10 Punkte im Speed reingesteckt gerade. Krass, Mann. Was wollte ich sagen? Ja. Nee, es war komplett weg. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Oh, kaufe ich. Ihr könnt mir gerne immer wieder mit Klebeband kommen. Ich kaufe das alles auf. Kein Problem. Und wenn ich das Monopol habe vom Klebeband, ist mir auch scheißegal. Ich will einfach... Haufen Klebeband, Mann. Ich liebe Klebeband. Ich will dran rumlecken. Das ist so mein Stoff, Alter. Ihr müsst nicht wissen, wozu ich es brauche. Ich will nur dran rumlecken. Lasst mich da einfach nur daran rumlecken, Mann. Lasst mich einfach daran rumlecken, Mann. So lecker. Na gut. Haben wir es fast wieder geschafft. Sind wir endlich wieder in der Nacht und können dann weitergraben. 12 Stück müssen wir zur Seite buddeln. Wird ein hartes Stück Arbeit. Vor allem, wenn wir da nichts zum Reparieren haben. Dann wird es richtig haarig. Zum Glück habe ich jetzt noch ein bisschen Klebeband gefunden. Weil ich glaube, Klebeband ist das Einzige, was ich ja wirklich nicht so einfach beschaffen kann. Mal, der andere hat aber nichts für mich, ne? Der hat mir das Ding und der wollte nichts. Oh, bitte jetzt keine Zellen durchsuchen, das ist immer nervig. Konsti, Zomig. Naja, kein Problem für mich. Vergesst nie, dass ihr der Abschaum der Gesellschaft seid. Wie ich meiner untreuen Ex zu sagen pflegte... Stellt keinen Unsinn an. Ah, geil. Aber das passt, das war ein gute, weil das sind ja, die Sprüche sind ja randommäßig zusammengestellt und das hat gut gepasst gerade, muss ich sagen. Okay. Lasst uns mal arbeiten gehen. So, ich bin im Bett. Das brauche ich. Ich hätte das aber, nee, das brauche ich erstmal, das brauche ich nicht. Das hier brauche ich. Das nehme ich mit runter und ansonsten war es das eigentlich schon. Mehr nehme ich ja eh nicht mit runter. Türen sind zu und runter. Ach, endlich wieder zu Hause. Hier fühle ich mich gut. Also, 1, 2, 3, 4. Bin gerade mal bei 4, Leute. Gerade mal bei 4. Ich muss bis 12. Aber kein Problem. Und das ist jetzt die Nummer 5. Oh, muss ich zerhacken. Okay. Die Hacke hält noch ein bisschen was durch. Die Frage ist nämlich echt, wenn ich die beiden jetzt, Schaufel und Hacke, verbinde, kommt ja Multifunktionswerkzeug raus.
Und dann ist die Frage, ob ich die noch reparieren kann dann. Weil das ist nämlich das Wichtigste, wo ich natürlich genau nicht genau weiß, ob das funktioniert. Weil wenn ich das Multifunktionswerkzeug nachher nicht reparieren kann, was mache ich dann, Leute? Was mache ich dann? Dann muss ich die nämlich wieder aufbauen, von vorne. Ja, und da ist dann halt nur so eine kleine Hemmschwelle. Deswegen, ich werde die jetzt mal hoffentlich beide ungefähr gleichmäßig abnutzen. Und dann schauen wir einfach, ja, so viel dazu mit dem gleichmäßig abnutzen. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Und dann schaue ich mal dann, bevor ich die verbinde, also bis zur nächsten Folge kann ich ja dann mal im Wiki nachschauen. Oder vielleicht habt ihr es in der letzten Folge schon in den Kommentaren geschrieben. Kann natürlich auch sein. Und dann schaue ich da einfach mal. Aber wir kommen voran, wenn auch langsam durch die ganzen Steine. Aber es klappt. So, und da kommt schon die nächste Strebe. Wow. Vor allem, da müssen wir uns in der nächsten Folge wieder um Streben kümmern. Weil wir haben hier, wie man sieht, nur noch eine Strebe. Das ist die einzige, die wir noch haben. Krass, wir kommen echt gut voran. Wow, wir sind echt gut. Okay. Und das Ding kriegt man auf jeden Fall noch locker kaputt. Bevor jetzt die Schaufel im Arsch geht. Locker, richtig locker. Wir könnten sogar noch mehr machen. 28. Uhrzeit haut noch hin. 25. 22. Ja, das sind immer 3%. So, perfekt. Weiter komme ich eh nicht, weil ich... Nein, ich sehe es jetzt schon. Ich sehe da schon einen Zaun. Also, das waren jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und hier hinten wäre die Tür gewesen. Okay, hier ist also auch ein Zaun ringsherum. Okay, da müssen wir uns jetzt ganz schön was einfallen lassen in Zukunft. Das wird sehr interessant auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt wenigstens eine riesengroße Lagerstätte, das kann man jetzt nicht mehr von der Hand weisen. Die ist richtig gut. Oh, oh. Oh, shit. Da kommt gerade einer hochgelaufen. Okay, alles gut, alles gut. Okay, also das ist nicht von der Hand zu weisen, wir müssen uns was einfallen lassen, das wird echt schlecht, das wird schlimm werden. Da müssen wir echt mal schauen, wie wir das machen. Wir müssen wahrscheinlich tatsächlich nachts hier raus und müssen versuchen, da durch die Tür zu kommen. Ich könnte mir noch ein Poster basteln und versuchen, einfach mal die Zelle aufzubrechen, dass ich dann nachts durch die Zelle durch kann, ne, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, dass ich dann hier hinten mich rausgrabe vielleicht. Dann kann ich draußen rumlaufen, schauen, ob ich hier durch die Tür komme, um dann nachts den Generator auszumachen. Ich muss den Generator ausmachen. Dann muss ich es schaffen, wieder zurückzurennen, in mein Versteck runter und dann ganz schnell den Zaun zu durchschneiden. Ja, wird nicht leicht, aber ich kann es schaffen. Gut, dann würde ich sagen, nicht weiter Tenchi hier von Snoops Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.